gibt zwei Arten von Kurven und diese zeige ich dir hier. Einmal die nach außen gewölbte Kurve und die nach innen gewölbte Kurve. Ich zeige dir jetzt, wie diese Kurven genäht werden. Bei der Kurve nähen ist es ähnlich wie bei einer Ecke nähen. Du fängst an der etwas geraden Linie an mit einer Stichlänge von 2,5 mm. Nähst ein Stück und wenn die Kurve anfängt, dann änderst du die Stichlänge auf 2,0 mm. Das hat den Sinn, dass die Rundung später gleichmäßiger aussieht und keine kleinen Ecken und Kanten hat. Wenn du die Kurve nähst, dann merkst du schon, am besten suchst du dir einen Punkt an deinem Kantenlineal, an dem die Kante des Stoffes immer auf dieses Kantenlineal trifft. Dann bist du dir nämlich sicher, dass du deine Nahtzugabe einhältst. Und du nähst langsam. Mit deiner linken Hand drehst du dein Nähstück etwas und führst es sozusagen zur Nadel hin. Jetzt sind wir wieder an der geraden Kante angelangt und wechseln die Stichlänge auf 2,5 mm und nähen die Gerade zu Ende. Die innere Kurve nähst du ähnlich wie die nach außen gestülpte Kurve. An der geraden Linie mit 2,5 mm nähst du bis zur Kante, bis du ungefähr hier einen Abstand von 1 cm oder was auch immer deine Nahtzugabe ist, hast. Die Nadel bleibt hier im Nähstück. Du hebst den Nähfuß und drehst dein Nähstück so, dass die Stoffkante genau am Kantenlineal anliegt. Dann wechselst du die Stichlänge von 2,5 auf 2,0 und führst mit der linken Hand wieder das Nähstück so, dass die Stoffkante immer entlang des Kantenlineals geführt wird. Wenn es eine sehr enge Kurve sein sollte, dann kannst du das Kantenlineal auch so hinlegen, dass nur eine kleine Ecke auf der 1 cm Markierung für deine Nahtzugabe liegt. Dann hast du eine viel größere Möglichkeit, dein Nähstück zu manövrieren. Und du musst natürlich darauf achten, dass deine Stoffkante immer entlang des Kantenlineals geführt wird. Die gerade Strecke nähst du dann auch wieder mit einer Stichlänge von 2,5 mm. Und hiermit ist die Naht beendet. Und ich zeige sie dir jetzt nochmal. Hier siehst du nochmal die nach innen gewölbte Kurve und die nach außen gewölbte Kurve. Zur Weiterverarbeitung muss die Nahtzugabe jetzt eingeschnitten werden. Bei der nach innen gewölbten Kurve machst du das, indem du im Abstand von ca. 1 cm Knipse setzt, die aber nicht ganz bis zur Naht gehen sollten. Das machst du, indem du nur bis 3 mm ca. vor der Naht diesen Knipser setzt. Das machst du, damit sich, wenn du das Ganze wendest und bügelst, damit sich diese Kurve dann einfach schöner legt. Bei der nach außen gewölbten Rundung schneidest du die Nahtzugabe ein, indem du kleine Dreiecke in die Nahtzugabe schneidest. Und zwar ähnlich wie bei der nach innen gewölbten Kurve in einem Abstand von 1 bis 1,5 cm. Je ausgeprägter diese Kurve wird, desto näher solltest du diese Dreiecke zueinander setzen. Und auch hier sollten diese nicht ganz bis zur Naht gehen, sondern ca. 3 mm vor der Naht gesetzt werden. So sieht das Ganze dann aus, wenn es für die Weiterverarbeitung fertig eingeschnitten ist.